Läuft einfach. Okay. Und bitte. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jambo Not Live. Wie ihr schon gehört habt, senden wir jetzt nicht mehr live, sondern machen eine Voraufzeichnung, weil durch Zeitstress kriegen wir es leider nicht mehr hin, das alles live zu machen. Wir wollten aber euch unbedingt noch ein paar Sachen erzählen, ein paar Leute vorstellen, das, was uns wichtig ist und was eigentlich normalerweise auf dem Plan von uns stand. Was durch diese Umstände, dass wir da leider den Platz geordnet geräumt haben, nicht mehr machen konnten. Einer der ersten Jambo Lives ging um unser Headquarters. Da haben wir euch gezeigt, wie wir Deutschen oder der deutschsprachige Raum sich bei dem Jambo präsentiert. Und da haben wir ja diesen Badge bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir euch den gezeigt haben, aber da sehen wir unser Schwarzzelt mit einem Gartenzwerg drauf. Und normalerweise sind ja Badges irgendwie rund oder viereckig und dieser ist irgendwie, sieht komisch aus, da fehlen zwei Drittel, um ihn vollständig zu machen. Und ein weiteres Drittel Teil ist eine Großkonstruktion, die wir gebaut haben, oder gar nicht gebaut haben, sondern eine Großattraktion, die stattgefunden hat. Und da darf ich jetzt die Nao vorstellen, die kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Hi Nao! Hallo! Hi! Stell dir mal vor, wer du genau bist und was dein Job bei dem Jamboree war. Ich bin die Nao oder auch eigentlich Naomi und ich habe das Global Development Village geleitet bei uns und zwar ist das ein Programmbeitrag vor Ort, da wo die Nachhaltigkeitsziele vorgestellt werden. Es gibt die 17 Ziele der Nachhaltigkeit von der UN, die bis 2030 erfüllt werden sollen und da können die Kontingente Programme dazu anbieten, dass sie selber erstellen. Ah, das hört sich sehr spannend an. Du hast gesagt, 17 Ziele. Habt ihr euch dann eins rausgesucht oder müsstet ihr irgendwie alle vorstellen? Wie lief das da vor Ort genau ab? Das wurde jetzt am Ende ganz unterschiedlich von den Kontingenten umgesetzt. Manche Kontingente hatten alle Ziele dargestellt. Wir persönlich haben uns eins rausgesucht. Und zwar das Ziel Nummer 13, Climate Action, und haben dazu unser Programm gestaltet. Ah, das ist ein wichtiges Thema, glaube ich. Und wie war denn genau die Vorbereitung darauf? Du hattest ja ein Team von wie vielen Leuten und wie habt ihr euch getroffen? Was habt ihr da gemacht? Unser Team ist so ein bisschen kleckerhaft zusammengekommen. Ich habe nämlich alleine angefangen, wo wir das grundlegende Konzept mit unserer damaligen Leitung zusammen erstellt haben. Und dann hat später noch der Florian Roth ist dazugekommen, mit mir die Leitung zu machen, weil es dann doch ein bisschen mehr war als gedacht, weil eigentlich wollten wir nur vor Ort das Programm machen und haben dann aber noch die Challenge für die Units zwischendurch gemacht und haben dann letztes Jahr im Sommer unsere ISTs bekommen und dann waren wir insgesamt 9 Leute. Ja, das ist natürlich ein Team, was schon was größer ist als nur einer. Du hast gerade gesagt, Challenge für die Units, was hat es damit auf sich? Genau. Es gibt nämlich so einen Antrag vom Ring der Deutschen Pfadfinder, dass wir Flüge in diesem Rahmen kompensieren müssen monetär. Und das fanden wir zwar gut, aber wollten das nicht einfach so stehen lassen und haben uns überlegt, wir wollen mit den Units zusammen da eben ein Programm zu machen, damit man sich auch in der Vorbereitung schon damit auseinandersetzt. Das Jamboree ist eine ganz wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen, aber auch eine Erfahrung, wo man extrem viel für das Klima schädliche Dinge tut. Und das wollen wir denen natürlich auch gar nicht nehmen, sondern eher, dass man sich halt bewusst ist, was da eigentlich gerade passiert. Ja, genau, ist ein wichtiges Thema. Finde ich auch sehr gut, dass da ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Jetzt vor Ort auf dem Jamboree, ihr habt ja 4 Tage Content, ihr euch präsentieren. Ja. Der Ansturm war groß. Ich selber, ihr habt euch mehrmals gemeldet, dass wir nicht vorbeikommen sollten. Stand auch, wie gesagt, fett auf unserer To-Do-Liste, nur leider einen Tag später und wir mussten abreisen. Ich glaube aber, wir haben Bilder, die werden wir auch nachher reinspielen, damit wir ein bisschen Überblick haben. Aber was genau vor Ort habt ihr dann gezeigt den TeilnehmerInnen und wie groß war denn der Ansturm von den Leuten? Der Ansturm war ganz unterschiedlich, also immer je nachdem, wie so die Tage waren, die waren ja sehr unterschiedlich, am Anfang wenig, zwischendurch sehr viel, als irgendwie das On-Site-Programm ja abgesagt worden ist, haben wir trotzdem aufgemacht, sogar 4,5 Tage, bis wir dann abbauen mussten und es waren sehr, sehr viele Units bei uns und hatten, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Wir haben
drei verschiedene Stationen quasi aufgebaut mit mehreren Spielern oder irgendwelchen Verdeutlichungen von den Themen, die wir da dargestellt haben. Wir hatten uns im Team überlegt, wir wollen darüber reden, was ist eigentlich Climate Action? Was ist eigentlich der Klimawandel? Und ausgehend davon, dass ja super unterschiedliche Nationen da sind, haben wir uns überlegt, wir klären erstmal darüber auf, was ist der Klimawandel, woher kommt der? Und haben das zum Beispiel verdeutlicht mit einem sehr allgemeinen Quiz erstmal über CO2, damit man so eine Vorstellung davon kriegen kann, und haben dann aber auch zum Beispiel den natürlichen und den menschengemachten Treibhauseffekt dargestellt. Und die Problematik dahinter beim Klimawandel wollten wir natürlich auch aufgreifen und haben da zu den Kipppunkten, den Klimakipppunkten, eine kleine Murmelbahn gebaut, die verdeutlicht, je nachdem, wie sehr die Gradzahlen zum Beispiel ansteigen, was dann eigentlich für Folgen eintreten können. Auch wie zum Beispiel die Eisschollen schmelzen, haben da auch ein kleines Memory gebastelt. Was sind eigentlich nachhaltigere Lösungen, um zum Beispiel solche Punkte vielleicht nicht so sehr zu ergreifen, was die auch in ihrem Alltag vor allem Dingen anwenden können. Die Kinder durften auch mal selber überlegen, was sind denn eigentlich Dinge, die nicht gut fürs Klima sind. Wir hatten so ein Negative Brainstorming, das war auch sehr, sehr gut gefüllt, gerade mit Dingen vom Jamboree. Das war, glaube ich, die Kinder haben das sehr gut angenommen und hatten extrem viel Spaß. Es war auch alles sehr schön visualisiert und auch nochmal unterschiedlich viel mit Inhalt hinterlegt. Also wenn die Kinder wollten, und das waren sie eigentlich auch sehr viele, konnten die auch nochmal in den ganzen Plakaten mehr darüber lesen, als nur, sag ich mal, die Spiele zu spielen. Und der letzte Punkt, das war uns ganz, ganz wichtig. In der Vorbereitung haben wir sehr lange darüber diskutiert. Wir wollen nicht die Kinder da rausschicken mit einem schlechten Gefühl. War dann der Motivationspart. Und da konnten die Kinder auch verschiedene Spiele spielen, wo man zum Beispiel lernt, okay, was hat meine Ernährung eigentlich für eine Auswirkung auf meine CO2-Bilanz? Was ist der Unterschied zwischen dem CO2-Fußabdruck und dem CO2-Handabdruck? Und wo, in welchen Bereichen können die selber eigentlich in ihrem Leben aktiv etwas machen? Und man sollten die auch selber da überlegen. Und hatten dann ganz nach dem Motto vom Jamboree, gab es halt eine Wand, Draw Your Dream, und da haben die selber Karten bemalt. Manche haben auch nur was geschrieben, wie sie sich eine nachhaltige Welt vorstellen. Und ganz viele Ideen aufgeschrieben, was man dann eigentlich verändern könnte. Das hört sich richtig gut an. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich da jetzt nicht gesehen habe. Und ich glaube, ich hätte noch eins lernen können oder zulernen können. Richtig schade. Aber was ist jetzt so dein Fazit von diesen 4,5 Tagen? Glaubst du, es hat sich gelohnt, die ganze Mühe, die ihr reingesteckt habt? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte ein ganz, ganz, ganz tolles Team und einen richtig tollen Partner, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Es war einfach eine super schöne Zeit für uns als Team gemeinsam. Wir haben, glaube ich, alle sehr viel daraus gelernt und vor allem zu sehen, wie toll die Kinder das fanden. Auch zu sehen, die unterschiedlichen Wissensstände, die da waren, und trotzdem das Programm richtig gut angenommen worden ist. Das hat uns alle sehr glücklich gemacht, und wir haben unglaublich viel positives Feedback bekommen, auch von den anderen Ständen dort, von super vielen Teilnehmern. Und ich finde es super schade, dass wir früher abbauen mussten. Ich glaube, da wären auch noch gerne mehr Kinder gekommen, die es einfach nicht geschafft haben, weil die ja in die verschiedenen Programmslots eingeteilt waren. Aber wir hatten mega viel Spaß. Wir konnten uns alle irgendwie auf unsere Art und Weise da verwirklichen und haben uns mega gefreut über die 4,5 Tage auch. Ja. Genau, das Beste daraus machen, das freut mich sehr. Und ich meine, das Wissen ist verloren gegangen, eure Sachen sind im Container wieder daheim geschickt worden. Vielleicht kann man das ja zu Hause noch aufarbeiten. Die Verbände sind groß, dass man das vielleicht sogar als Handreichung rumgeben kann oder die Ausstellung mit rumschicken kann. Auf jeden Fall. Die Überlegung gibt es ja vielleicht schon oder wird es auch bei der Reflexion nochmal geben. Wir wurden auch von anderen Ländern da angesprochen, ob wir die Materialien nicht zur Verfügung stellen können. Und wir haben auch schon gesagt, wir setzen uns danach nochmal hin, machen das wirklich als ein Methodenset und schicken das dann auch an die Leute raus, die da Interesse dran haben. Ja, sehr gut. Das hört sich sehr vielversprechend an. Jetzt habe ich eben angefangen mit dem Headquarters-Badge. Genau. Hast du noch was vielleicht für mich? Ja, ich habe nämlich eine Ecke davon. Hier ist nämlich der Ecobi zu sehen. Der Ecobi hatte auch die Ecobi-Challenge für die Units begleitet. Das ist unser kleines Maskottchen, eine fröhliche Welt. Wir hatten aber auch Sticker, wo sie mal nicht so glücklich war, wo die Kinder das auf was kleben konnten, was nicht gut für die Umwelt ist oder dergleichen. Genau, das ist ein Drittel davon. Dann fügen wir es mal ein bisschen zusammen. Und jetzt fehlt ja noch ein Drittel.
Ich sage erstmal vielen Dank. Sag auch bitte deinem Team vielen Dank. Wir sind sehr froh, dass ihr das gemacht habt, dass so viel positives Feedback dabei rumgekommen ist. Ich wünsche dir noch viel Spaß, noch ganz kurz. Bleibst du noch in Korea oder was sind deine weiteren Pläne? Ich bleib noch hier. Ich habe mir überlegt, wenn ich schon auf dieser Seite der Erde bin, dann reise ich hier noch sehr viel rum und fahre auch noch weiter und besuche meine Familie in China. Also ich habe noch viele Abenteuer vor mir. Sehr gut. Wenn man hier es ausnutzen, das ist natürlich auch weite Reisen, das nicht hin und zurück so schnell. Lohnt genau. sich. Und vielen Dank. Wir sagen tschüss und genau, seid gespannt, was noch dahin kommt.